So, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute hier bei mir auf dem Tisch die neue Spyro-Figur mit der Nummer 529 von Funko Pop Games. Die neue Vinyl Figure, wie sie immer so schön schreiben. Und mit diesem kleinen fliegenden Spyro, dieses Mal kommen noch zwei andere Figuren, nämlich Nasty Nork und Ripto. Auch zwei Charakter aus dem Spiel. Die Vorgängerversion von Spyro mit der Nummer 361 habe ich euch bereits gezeigt. Das Video findet ihr natürlich auf meinem Kanal und ihr findet auch eine Ausgabe von Spyro vom Hersteller Totaku und natürlich auch von NECA. Die Figuren habe ich alle da, die werden wir miteinander vergleichen. Natürlich kann man schlecht Figuren mit Funko vergleichen, aber ihr kriegt vielleicht einen schönen Eindruck, was die Größe zum Beispiel angeht und auch die Detailunterschiede. Also dieses Mal, wie schon gesagt, unser kleiner Spyro in der fliegenden Pose. Als Base hat er hier einen kleinen blauen Stern. Da bin ich mir nicht sicher, ich habe mir sagen lassen, dass es in einem Spiel ein Level gibt, wo Spyro durch blaue Sternringe fliegen muss, ne? So ein Tempo- oder Zeitlevel. Ohne Gewehr, ich habe keine Ahnung, aber das würde halt die Base erklären. Der Karton, die Verpackung hat wieder die übliche Größe, nämlich 16 in der Höhe, 11,5 in der Breite und 9 cm in der Tiefe. Das Ganze natürlich wieder eine rundum nett gemachte Blister-Verpackung. Nasty Nork und Ripto werde ich mir vermutlich auch noch holen, weil sie sind wirklich super cool geworden. Aber vielleicht, wenn der Preis ein bisschen runtergegangen ist, jetzt nicht gleich. Hier für über 10 Euro muss nicht unbedingt sein. Aber auf jeden Fall ein schönes, buntes, tolles Set, wenn man die drei hier zusammen hat. Ja, jedes Mal, wenn ich die Verpackung hier sehe, denke ich mir, schade, dass da keine LED drin ist. Ne? Ein kleines LED-Lichtlein und du hättest eine fertige Vitrine so gesehen, ne? Weil das ist schon alles immer nett verpackt. Und dann mit dem Blister noch drumherum, das sieht schon klasse aufgeräumt auf. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Leute das ganze Pack, so wie es ist, übereinander stapelt, ja, ganze Wohnzimmerwände sind voll mit Funko-Pop-Figuren in den kleinen Kartons drin. Und man stelle sich vor, da wäre eine LED drin und würde leuchten. Das wäre der absolute Oberwahnsinn, ne? Bräuchte halt zigtausende Batterien. Aber da müsst ihr irgendwie an Strom anschließen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall immer eine nette Box. Ja, erschien in der Pop Games Sektion Spyro mit der Nummer 529. Es ist wieder echt super umgesetzt. Rein optisch sieht es super aus. Von der Seite her sieht man die Figur im Ganzen. In der fliegenden Position, in der typischen Spyro-Welt im Hintergrund. Auf dieser Seite kann man auch den guten von der Seite betrachten. Und hinten findet ihr nochmal alle Charakter, die jetzt hier neu erschienen sind. Spyro, Nasty Nork und Ripto. Und die kommen klasse, wobei Nasty Nork, glaube ich, echt ein Standproblem hat. Ripto steht, aber Nasty Nork kippt gerne nach vorne. Ich weiß nicht, ob sie wieder so ein kleines Scheibchen dazu gepackt haben, als Standhilfe für die Figuren. Ja, ich werde sehen, wenn ich die Figuren hier habe. Ja, oben guckt Spyro auch noch kurz ins Bild rein. Dann hier nochmal die alte Ausgabe daneben. Hier hatten wir Spyro und Spikes mit seiner kleinen schnuckeligen Libelle. Libellenkumpel. Auch das war eine klasse Figur. Werde ich gleich nochmal auspacken und mit daneben stellen. Und richtig links seht ihr, dass Spyro komplett in Blister eingepackt war. Darum glänzt es auch so. Das haben sie hier etwas anders gemacht. Ihr seht nur von oben und unten Blister, wo die Figur gehalten wird. In der Mitte ist es frei. Das heißt, ihr könnt Spyro hier viel besser erkennen. Ich sage ja, und da noch eine kleine Beleuchtung rein. Ihr habt eine super Vitrine. Gut, also ich hole mal hier gleich raus. So. Frustfreie Verpackung. Einfach auseinanderklipsen und schon haben wir die Figur. Klasse. Und bevor ich es vergesse, unser kleiner Spyro hat hier eine Höhe, wenn ich so messe, von 13,5 cm. Die Figur an und für sich ist aber gerade mal 11,5 cm hoch. Der Rest ist dem Stern hier geschuldet. Übrigens, der Stern ist hohl. Ja, also auch da haben sie Plastik gespart. Funko hat wieder mal die Welt gerettet. Warum er das auch noch hohl macht, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, man sieht es seitlich nicht wirklich. Das ist schon okay. Hier der Kopf wieder, ja, extrem deutlich aufmontiert. Ja, sprich, wir haben hier wieder eine tiefe Rille drin. Das ist ja immer so ein bisschen der Schwachpunkt, wenn er mich fragt. Der Kopf, oh, der Kopf ist auch nicht richtig passend drauf. Seht ihr das, wenn man ein bisschen dreht, seht ihr diese Steckvorrichtung.
Aber okay, ja, wenn der Kopf nach vorne gerichtet ist, stört es natürlich nicht. Ansonsten, ihr könnt den Kopf um 360 Grad drehen, wenn ihr es unbedingt wollt. Müsst ein bisschen auf die Flügelchen aufpassen, aber ist halt nett, wenn ihr ein bisschen seitlich, ein bisschen schräg guckt. Das kann man machen und von vorne gesehen ist das auch absolut okay. Ich finde auch so ist die Montage eigentlich gut geworden. Man hat ja auch schon ganz schlimme Klebestellen gefunden, das ist aber okay. Man bedenke, die Vorderarme und die Hinterbeinchen wurden tatsächlich hier montiert, also nicht ein Guss. Genauso die Flügel, die wurden ebenfalls angesteckt und der Kopf dann auch noch drauf. Ja, hier vorne, seht ihr das an der Kopfunterseite hier? Das meine ich, das sind zum Beispiel teilweise solche Montage-Klebereste. Aber ich merke gerade, wenn ich drüber gehe, gehen die einigermaßen weg. Bisschen was sieht man noch, aber ist okay. Ja, die Farben super gelungen, gefühlt genau wie bei der ersten Figur. Wir werden es gleich noch sehen. In so einem ja, dunklen Lila. Und das Coole ist, dass sie hier die kleinen Schuppen auf dem Köpfchen, auf dem Körper auch nochmal in einem dunkleren Lila bemalt haben. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera einigermaßen rüber. Hier wirkt Spyro eher blau in meinem Display, aber er ist wirklich in einem schönen Lila. Und ja, die Augen spiegeln ein bisschen in Schwarz. Die Nase haben sie wieder nett gemacht. Das Lächeln ist auch absolut top. Das ist schon super gut gelungen. Die Hörnchen wurden in so einem ja, bisschen verschmierten Gelb bemalt. Ja, also die Flecken hier sind durchaus beabsichtigt. Man sieht halt wirklich die Pinselstreifen drauf, aber das ist okay. Für die Hörner finde ich das eine super Idee. Der Kamm hingegen, der ist durchgängig in dem gleichen Gelb bemalt. Auch noch so ein ganz einfaches Muster zu sehen. Wurde natürlich auch noch auf den Kopf montiert. Ja, da haben viele Hände dran gearbeitet, bis die Figur fertig war. Kann man anders gar nicht sagen. Die Flügelchen, man erkennt den Flugarm, die Flügelrippen. Die Flughaut haben sie in einem dunklen, kräftigen Orange bemalt. Ansonsten das gleiche Gelb, wie wir es auch hier oben finden. An diesem kleinen Kamm hier. Die Rückenstacheln haben sie nicht extra bemalt. Aber wie schon erwähnt, die kleinen Schuppen. Also ist schon echt goldig gemacht. Wirklich goldig gemacht. Auch die Knie noch extra angedeutet. Ellenbogen. Die Krallen haben sie in so einer Cremefarbe bemalt. Also ist nicht ganz weiß. Ist eher so ein helles Grau. Cremig halt. Die Schwanzspitze. Auch goldig, hier sogar ein bisschen Farbabrieb dran, guckt euch das an. Der Bauch unten ebenfalls, das ist eher in dem Gelb, wie die Hörner hier bemalt wurden. Ja, hinten das Schwänzchen nett gekringelt, so wie es auch sein soll. Und die Krallen hier vorne ebenfalls in diesem hellen Grau. Die ganze Stellung, die ganze Pose gefällt mir hier wirklich sehr gut. Übrigens den Stern hier könnt ihr nicht drehen, das ist fest justiert, nur den Kopf, den könnt ihr ein bisschen drehen. Aber das sieht schon echt klasse aus. Also gefällt mir hammermäßig gut. Kommt natürlich noch ein 360 Grad Video. Mache ich hinten direkt mit dran. Könnt ihr euch das nochmal anschauen. Die Figur ist recht leicht. Ja, da hohl, ganz klar. So, jetzt packe ich mal noch den Vorgänger aus. Mit der Libelle, stellt's mal daneben. So, dann seht ihr die beiden mal nebeneinander. Die stehende und die fliegende Pose. Hier auch noch Kumpellibelle einfach mit rein. Also was die Größe angeht, sind die beiden, ja, kann man sagen, schon in etwa gleich. Die Beinchen sind hier ein bisschen zierlicher geworden, als was hier sieht. Aber das sieht schon klasse aus, die beiden, oder? Also ich finde die toll. Gefallen mir sehr gut. Dann einfach zum Größenvergleich nochmal die Figur der Spyro von Totaku. Ich stelle es mal so daneben. Ihr seht die Figur nicht ansatzweise so groß, aber dafür haben wir hier das Gegenteil von NECA. Der Spyro, der kommt hier halt gleich mal doppelt so groß, ne? Ja, also einfach mal für euch zum Vergleich. Und klar, NECA und Totaku haben natürlich einige Details mehr. Vor allem halt auch bemalte Augen. Aber es gibt ja auch die Leute, die ihre Funko-Pop-Figuren, was die Augen angeht, nachträglich noch so bemalen, dass sie eigentlich aussehen wie die Originalfiguren ihrer Lieblingscharaktere. Ne? Also das einfach noch dazu. Jo, anmerken hier könnte man vielleicht noch, dass die Hörnchen links nicht ganz so unruhig bemalt wurden, wie wir es rechts sehen. Denn hier hat man nur in diese Lücken noch eine dunklere Farbe reingemalt. Ansonsten ist es auch ein durchgehendes Gelb, was man hier sieht. Und hier halt eher dieses pinselige Gelb, was aber auch gut gefällt. Also das macht hier keinen Abbruch. Ich finde die beide klasse, super. Ich könnte mich nicht entscheiden, welche Figur mir besser gefällt. Sind wirklich beide sehr reizvoll. Die fliegende Version wirkt fast knuffiger, weil der Körper einfach noch ein bisschen zierlicher aussieht als bei dem linken Spyro. Dann möchte ich sagen, was ist dazu, ne? Ja, die Figur jetzt noch in 360 Grad. Wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen. Ich bedanke mich fürs Reingucken.
Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay.